Yo Leute, was geht? Und willkommen auf dem Übersicht-Kanal. Ja, und ich freue mich heute richtig, dieses Video zu machen. Mega, mega geil. Und ich habe mir gedacht, ich muss es aufzeichnen. Ich muss es euch zeigen, was für eine geile Sache mir ein Abonnent geschrieben hat. Ich blende auch nochmal hier den Kommentar ein. Und der hat mir halt dann gesagt, hey, ich habe da eine andere Lösung. Das habe ich auch bei mir in der Crossbrille drinnen. Und dann musst du keine Brille mehr tragen. Also keine Brille mit Sehstärke in deiner Crossbrille. Es ist ja bei mir gerade zur Zeit so immer, wenn ich meine Brille unter meine Crossbrille ziehe, es ist so, ich ziehe meine Brille ab, ziehe den Helm auf, ziehe meine Sehbrille auf, ziehe meine Crossbrille auf. Das, was übelstes Gefummle ist, zusätzlich noch, das ist immer ein übelstes Drama. Ohne Scheiß, es nervt mich abartig. Schmeckt! Und er hat gesagt, hey, geh doch mal nach Wangen und schau dir das mal an. Da gibt es so einen Laden, der Brillen in Moor. Und da habe ich mir das machen lassen. Und dann brauchst du keine Brille mehr unter der Crossbrille. Dann habe ich mir gedacht, so, boah, what the fuck? Das kann ja nicht sein. Wie geil ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Und habe da dann direkt angerufen und habe gefragt, yo, stimmt es, dass man hier sowas machen lassen kann? Und dann haben die dort gesagt, hey, klar, komm vorbei, dann schauen wir uns das an, was du für eine Brille hast, welchen Einsatz wir brauchen und dann können wir dir das gerne machen, dauert auch nicht lange. Und dann bin ich da mal hingefahren, habe meine Crossbrille mitgebracht und dann haben wir uns das angeschaut und natürlich muss man dann auch gleich die Dioptrie noch mal testen. Alter, es windet ja gerade so abartig. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und ich dachte mir, komm, fahr mal schnell in Hose. Naja, in der ganz normalen Hose. Boah, jetzt friert es mich gerade zusammen. Jetzt hat man mir das bestellt. Und vor 2 Tagen hat man mich angerufen und hat gesagt, jo, es ist fertig, komm vorbei und schau dir das mal an. Und jetzt hocke ich auf dem Bike, fahr dahin, drehe ein chilliges Video für euch. Genau, deswegen labere ich jetzt nicht mehr so viel drumherum und wir sehen uns dann beim Shop wieder. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt filmen darf oder nicht, das werden wir schon hinbekommen. Ich werde das auf jeden Fall euch mal zeigen, wie das ungefähr funktioniert und wir springen direkt zum Shop. Also ich bin jetzt in Brenemoor und ich darf hier filmen, hat man mir gesagt. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was das immer für ein Aufwand ist, mir die Brille aufzuziehen und was das dann für eine Erleichterung sein wird. Also ich muss jetzt erstmal meine normale Brille wegtun, weil die gar nicht unter meine Brille passt. Also ich muss die sozusagen immer jetzt dabei haben. Die werde ich jetzt runter tun, um erstmal meinen Helm aufzuziehen. Dann muss ich schauen, dass meine Brille hier reinpasst und hinter die Ohren geht, was übelst die Formelei ist. Wenn das gemacht ist, kommt das schwierigste Teil, dass ich die Brille nehmen muss und versuchen muss, die hier einzuführen, dass es hier gut sitzt und genau, so, das ist jetzt so mein Aufwand, was ich immer betreiben muss, genauso wie beim Abziehen, Brille runter, andere Brille runter, Helm ausziehen und es ist einfach ein extremer Aufwand, den man sich so viel leichter macht mit dem System, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und weil ich das nicht so gut erklären kann, schenke ich jetzt mal rüber zum Experten. Und der wird es uns jetzt genauer erklären. Hallo. Ja, das ist ein universeller Innenclip mit Spiralklammern obendran, den man für Schneebrillen, zum Skifahren, Motorradfahren, Skimasken nutzen kann. Gibt es in verschiedenen Größen und wird ganz einfach in die Maske reingeklemmt über diese Spiralhalterung. Wird einfach in die Mitte hier reingesetzt, sodass die Nase in der Mitte ist. Das Ganze reingedrückt über die Nase. Und dann spannt es in der Brille drin. Von selbst also. Ja, also es ist eine genau. Sache von raus und reinmachen von 5 Sekunden, 10 Sekunden. Geht ganz schnell, ja. Genau, genau. Und erleichtert halt den kompletten Aufwand, dass man immer eine Brille braucht zum Anziehen. Ja. Genau, also wie Sie gesagt haben, Sie haben ja auch gesagt, beim Skifahren kann man es ja genauso einsetzen, bei einer Skibrille. Nutzen. Und Sie haben ja verschiedene Größen auch. Es also gibt wenn, auch verschiedene Größen, je nachdem, einige Masken sind vielleicht ein bisschen schmaler, die anderen ein bisschen höher. Ja, ja. Genau, genau. Und dann muss man schauen, was passt. So, ich setze jetzt noch mal ganz kurz auf und ihr werdet sehen, dadurch, dass meine Brille zum Beispiel jetzt hier verspiegelt ist, sieht man sie jetzt da im Hintergrund, wenn es leuchtet, sieht man sie. Aber wenn ich im Hintergrund bin, sieht man sie zum Beispiel gar nicht mehr.
Genau. Ich setze ihn jetzt einfach mal auf und dann werde ich euch zeigen, wo auch mein Blickwinkel ist. Die Brillenträger von euch, die wissen das ja sowieso, dass wenn man nach rechts oder links schwenkt, dass man ja mit dem Kopf gleich mitgeht. Die Brille selbst sitzt jetzt in diesem Bereich. Die Brille sitzt, meine Crossbrille ist natürlich sehr breit. Man hätte einen größeren Winkel nach rechts und nach links zu schauen, aber das macht eigentlich im Grunde eh keiner. Man benutzt immer diesen Bereich hier und wenn ich darüber schwenke, dann geht mein Kopf automatisch immer mit. Und wie ihr auch seht, man sieht die Brille nicht innen drin, also mit dem verspiegelten Visier auf jeden Fall. Finde ich eine super Alternative. Falls ihr Interesse habt, ich werde euch den Link von der Webseite und das Video verlinken. Schaut mal gerne vorbei, ruft an, wenn ihr Fragen habt. Die helfen euch richtig gerne. Ich habe ja auch damals angerufen, gefragt, ob das möglich wäre. Und ich habe mir gedacht, das ist eine Alternative, die müsst ihr auf jeden Fall wissen. Also das erleichtert mir jetzt mein Motorradfahren enorm. Mein Problem ist einfach, dass ich die Kontaktlinsen einfach nicht vertrage. Mich jucken die Augen, ich kriege rote Augen. Ist einfach nicht das Optimale. Und genau. Und dann sieht man sich jetzt gleich wieder auf dem Bike. So Leute. Ich bin jetzt wieder auf dem Bike und hei, es ist schon echt ungewohnt, wenn man auf einmal mit so einem Brillenersatz in der Brille rumfährt. Aber jeder Brillenträger kennt es ja, wenn man eine neue Brille kauft, dann ist es am Anfang immer ungewohnt und man schaut auf einmal so außen rum oder, ach, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Hei, die marschiert schon wieder vorwärts, die Karre, saugeil. Ey, die sind so korrekt da drinnen, ohne Scheiß. Er hat sich jetzt sogar noch Zeit genommen gehabt, um mit mir das nochmal aufzunehmen, weil die eigentlich schon Mittagspause gehabt hätten. Naja, aber er hat sich extra nochmal die Zeit genommen, am Steuer mit dem Handy, wer kennt's nicht, und hat extra sich die Zeit genommen, mit mir das aufzunehmen. Wie cool ist das denn bitte? Um euch ein geiles Video zu machen. Ich hoffe, man konnte das gut erkennen. Das ist so ein Clips. Den clipst man einfach in die Brille rein. Und man braucht keine Sehhilfe mehr. Wie genial ist das bitte? Es ist zwar jetzt ein bisschen ungewohnt am Anfang, mit so einem System in der Brille rumzufahren. Aber ich sehe wirklich alles tipptopp. Oh, wie geil ist das? Ich brauche keine Kontaktlinsen mehr. Ich brauche keine Brille mehr. Das ist jetzt einfach in der Crossbrille drinnen. Wie genial. Oh, das ist ja Luxus. Das macht ja richtig Spaß. Preislich liegen wir bei... Servus. Oh, geile Simme. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Das ist echt genial. Man schaut ja genau wirklich dorthin. Also die sitzt so perfekt genau in der Mitte. Zwischen den zwei Augen. Dass es dich im Grunde gar nicht stört. Und mehr gibt es eigentlich zu diesem Thema gar nichts zu sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Link zu dem Shop ist unten in der Beschreibung. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Genau, der Preis. Ja, preislich liegen wir bei den Gläsern circa bei, ich glaube, 40 Euro. Das Gestänge nochmal 30. Also im Grunde liegt ihr unter 100 Euro. Hey, mega geil auch jetzt fürs Skifahren dann. Diesen Winter geht es ja jetzt nicht mehr. Der Winter ist ja im Grunde vorbei, aber für nächsten Winter werde ich mir das zu 100% auch in meine Skibrille reinpacken. Also einfach dieses System, das werde ich einfach rausnehmen aus der Crossbrille, in die Skibrille reinpacken und ab geht's. Das soll es zu dem Video gewesen sein, Leute. Ich hoffe, euch hat es unterhalten, ich hoffe, euch hat es vielleicht auch noch geholfen. Ich hoffe, euer Tag wird noch richtig geil werden, so wie meiner. Mein Tag ist auf jeden Fall gerettet. Jetzt geht's ab ins Wochenende. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Und tschüss.